Schön langsam. Nein! Nein! Okay, hier können sie wenigstens nicht mal abhauen. Ach, aber das ist ja... Das ist doch kacke, ist doch das. Hallo Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft Projekt. Ich bin jetzt dabei und werde mir jetzt schnell eine Kiste machen. Aber hier haben wir keine. Und dann werde ich mich gleich nochmal auf die Socken machen, um die Schafe zu holen. Weil so viel ganzes Zeug, was wir hier drin haben, das brauchen wir ja alles gar nicht. Ein bisschen was zu essen soll ich mitnehmen. Eine Schaufel können wir auch mitnehmen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Essen. Nehmen wir Karotten. Nee, keine Spinnenaugen. Karotten. Karotten sind mir lieber. Okay. Und dann, wir wissen ja noch, wo das letztes Mal war. Das war in die Richtung jetzt rechts raus vom Tor. So. Und da flitzen wir jetzt wieder hin. Ich hoffe mal, ein Tag reicht. Ein Minecraft-Tag, um die Schafe hierher zu holen. Wir probieren es auf direktem Wege. Wird natürlich eine ganze Menge an Weg, die wir da zurücklegen müssen. Aber ich habe eben auch Schafland gefunden. Hühnerland brauche ich auch noch. Hühner wären auch gut. So. Ich dürfte jetzt eigentlich gar nicht mehr weit davon entfernt sein. Da ist das Wasser. Und da fängt das andere Biom an. Genau. Es sieht hier viel saftiger, grüner aus. Und da waren irgendwo die Schafe. Wenn die jetzt natürlich weg sind, ist schade. Ne, da steht eins in der Luft. Ist noch nicht generiert alles. Okay. Und da hat es auch einen schönen Wald. Okay. Also hier müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Mal herkommen. Ich guck mal gerade, ob da noch mehr sind, dann fangen wir weiter von weiter hinten an. Ja, da steht eine ganze Herde rum. Okay. Gut, dann Schaf, komm mit. Komm mit zu dieser Schafe. Und diese Schafe kommen mit zu dieser Schafe. Ich sollte auch immer ein bisschen gucken, wo ich hinlaufe, gell? Kann, glaube ich, nicht schaden. Schaf, du musst mitkommen. Hallo? Mitkommen. Alle im Gänsemarsch. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Scheiße. Ach, gerade sage ich, wir haben keine Zeit zu verlieren und dann passiert sowas. Hallo, Schafe. Schafe. Hallo. Würdet ihr auch so freundlich sein und mitkommen?
Schäfchen. Ich will Schäfchen zählen. Kommt schon. Hallo. Wie doof seid ihr denn? Kommt jetzt. Kommt noch eins? Ja. Noch eins vielleicht? Jawohl. Und das nächste auch? Ist sehr gut. Bin ich ja richtig stolz auf euch. Ihr werdet doch wohl einen Block hochspringen können. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Wirklich, als würden sie über den Zaun springen. Hallo, du sollst nicht fressen, du sollst mitkommen. Fressen kannst du später auch noch. Also ich brauche zwei Schafe, ja. Also wenn die anderen alle abfatzen, dann ist mir das jetzt erstmal wurscht. Das wird ein ganz schön langer Weg. Das sehe ich jetzt schon. Ich hoffe mal, ich schaffe das überhaupt in der Aufnahmezeit so annähernd. Zwei Schafe nach Hause zu bringen. Es wird demnächst eventuell auch einen weiteren Spieler endlich auf Minecraft-Projekte geben. Ich werde mich auch nochmal mit dem Thema Forge auseinandersetzen. Damit wir hier vielleicht doch ein paar Mods drauf kriegen. Kommt jetzt. Ich kann nicht ewig auf euch warten. Okay, zwei sind noch da. Zwei brauche ich. Monster? Nicht da. Oh, Hühnchen hat's ja auch. Ja, toll. Gut zu wissen. Meine Fresse. Aber vorher nichts finden. Erstmal nichts finden und dann, wenn die Zeit vorbei ist, dann findest du alles. Ich muss sowieso noch ein Gehege bauen. Toll, jetzt folgt mir die Kuh auch noch. Oh mein Gott. Meine Gott, ja mei, ist ja großartig. Ich weiß. Lauf mal richtig. Ich glaube, da ist der Wüstentempel. Haben wir in dem Wüstentempel schon? Boah, jetzt dachte ich schon, ein Schaf wäre weg. Ne, in dem Tempel waren wir noch nicht. Da müssen wir unbedingt mal hin. Oh, der ist groß. Das ist ein großer Tempel. Wenn ich das von hier so sehe. Ich hoffe mal, ich bin noch auf dem richtigen Weg. Ja, da ist mein Haus. Ich habe es gleich geschafft. Schön langsam. Nein! Nein! Okay, hier können sie wenigstens nicht mal abhauen. Ach, aber das ist ja... Das
ist doch kacke, ist doch das. Ey, kurz vorm Ziel fällst du in so ein scheiß Wasserloch. Nee, können sie wenigstens nicht abhauen. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Gut. Schlafen. Schlafen und dann die scheiß Dinger holen. Mein Gott. Oh, da war, glaube ich, eine Hexe. Was hat die mir gegeben? Potion of Healing. Oh oh. Oh oh. Nein, nein. Doch. Fuck. Das war mal wieder knapp. So, wo habe ich die Schafe jetzt eingesperrt? Hier. Oder? Ne, war ein anderes Wasserloch. Ja, klar. Klar, du mich auch. Verzieh dich doch einfach. Mein Gott. Wo sind die Tiere jetzt abgeblieben? Hier. Hier war's. Ja. Hallo, du auch. Kommt her. Come on. Schön langsam. Na hopp. Kommt. Ihr werdet doch wohl da rausspringen können. Nur eins hoch, oder? Ja. Verstehe nicht, weshalb die da. Okay, also ich kann sie rausschubsen. Dann schubse ich sie mal raus. Ach, hier ist zwei. Okay, dann habe ich Verständnis für euch. Warte mal, du nervst mich. Jetzt kommt. Jetzt müsst ihr da aber auch hochkommen. Skeleton. Und kommt das andere Schaf auch oder ist es zu doof? Nee, da kommt's. Jawoll. So, jetzt kommt. Und passt auf, dass er nicht wieder in ein Loch fällt, ja? Wo ist denn das andere Schaf jetzt hin? Hallo, du sollst mitkommen. Bleib stehen. Bleib stehen. Hallo. Hallo, komm, komm mit. Schön mitkommen.
Unglaublich, die Kühe, die sind so anhänglich. Weideschafe da, ja. Der kommt rein. Kuh. Komm. Jalla. Heide. Komm rein da. Komm, ja. Gut, jetzt macht ihr mir erst hier ein bisschen Spaß und dann mache ich hier zu. So. Kleines Schäfchen ist auch schon da. Geht doch. Hat auch funktioniert. Also, wir haben jetzt Kuh, Schaf, Schwein und wir wissen, wo noch ein paar Hühnchen sind. Wir haben sogar hier noch ein Ei. Ich könnte mal gucken, ob da was draus wird. Oh oh. Warum habe ich hier die Türe aufgelassen? War zum Glück keine Nacht. Wir könnten mal gucken, ob daraus was wird. Ja! Scheiße. Nein, bleib stehen. Habe ich nämlich gerade nicht aufgepasst. Dann machen wir uns noch ein bisschen Zaun. Achso, falsch. Du sollst da nicht rein. Muss ich erstmal hier den komischen Typen da retten. Geh mal runter da. So. Willst du Papier für einen Emerald? Ah, das war der Fortune 3 Typ. Ja, der ist cool. So. Wir haben jetzt alle Tiere, die wir brauchen. Erstmal. Wir haben noch Hühnchen, wir haben draußen Kühe, Schafe und Schweine. Jetzt können wir uns erstmal auf die faule Haut legen und warten. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da oder eine Like. Wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr natürlich auch Dislike drücken. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Minecraft.